Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder einen Video-Wunsch. Und zwar geht es um das Thema Ängste und ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz wichtiges Video wird für ganz, ganz viele Menschen. Und dann starte ich doch gleich mit der Frage bzw. mit der Nachricht. Der André hat mir geschrieben: Hallo Nadine, nach deiner Frage, welches Video ich mir wünsche, kann ich mir gut vorstellen, dass du ein Video über Ängste machen könntest. Denn bei mir hat es geholfen, wenn ich mich mit den Ängsten auseinandersetzte und sie nicht nähere. Vielleicht kannst du damit anderen auch helfen. Liebe Grüße, André. Ja, das Thema Angst ist ja gerade in dieser ganzen Corona-Situation sowieso ein großes Thema, aber auch allgemein. Ja, als ich früher in meiner Praxis noch gearbeitet habe als Heilpraktikerin für Psychotherapie, hatte ich sehr, sehr viele Angst- und Panikstörungen. Ja, und wir leben einfach auch in einem System, wo diese ganze Angst als Fundament des Systems benutzt wird. Und mittlerweile wird an jeder Ecke Angst erzeugt. Existenzangst, Todesangst, Angst um Kinder, Angst um Ältere, Angst zu sterben, Angst, nicht mehr existieren zu können, Angst zu verhungern, Angst vor Übergriffen, Angst ausgeliefert zu sein. Ja, also gerade die Alternativmedien leisten da einen sehr, sehr großen Beitrag, immer wieder in die Angst zu gehen. Und wenn du in der Angst bist, dann bist du ganz weit weg von deinem wahren Sein. Und ich rede jetzt nicht von der Angst, die natürlich ist, wenn ich auf der Straße stehe und da kommt ein Bus, dann sollte ich die Beine in die Hand nehmen. Ja, das meine ich nicht. Ich meine diese unbegründeten Ängste, die hier dermaßen geschürt werden, um die Menschen einfach in gewisse Richtungen zu schieben, um sie klein zu halten, um sie manipulierbar zu halten, um sie einfach kontrollieren zu können. Ja, und das funktioniert sehr, sehr gut über Angst. Und ich möchte dir heute einfach so ein paar Tipps an die Hand geben, wie du diese Ängste, die am Ende überhaupt nicht existieren, sondern die dir nur eingeredet werden, wie du das in den Griff kriegen kannst. Ja, das erste ist, dass du wirklich wissen musst, dass diese Ängste nicht real sind. Ja, stell dir einfach mal vor, es gibt einen Radiosender, der den ganzen Tag solche Angstprogramme laufen lässt. Ja, der Blackout kommt und wir verhungern alle und Strom haben wir auch nicht mehr und die Morgellons und die Egregore und alles fällt über uns her und beeinflusst uns, die 5G-Strahlung tötet und bla 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 bla. Es ist alles nicht wahr. Es ist auch nicht wahr, dass jeder, der geimpft ist, innerhalb von 3 Jahren tot ist. Es ist nicht wahr. Und das ist das Erste, was ich dir empfehle zu tun. Wenn du solch eine Information bekommst und du merkst, dass sie dich antriggert, ja, dass du darauf reagierst, dann prüfe doch bitte erstmal nach, ob diese Information überhaupt wahr ist. Ja, und wie du das machen kannst, lernst du in meinem Wahrnehmungstraining. Es ist ganz wichtig, dass du das erstmal in Frage stellst. Ist diese Information überhaupt wahr? Und meistens, also zu 99,9% wirst du darauf kommen, dass der Radiosender dich einfach nur zuquatscht. Ja, diese Angst, die in dir entsteht, das ist keine Angst deines wahren Seins. Ja, dein wahres Sein zieht dich von der Straße, wenn der Bus kommt. Aber dein wahres Sein weiß auch genau, dass keine Morgellons existieren, keine Egregore, dass die Impfung niemanden tötet, der nicht sowieso auch ohne Impfung hätte sterben wollen. Das weiß dein wahres Sein. Das heißt, dein wahres Sein hat da überhaupt keinen Stress mit. Was Stress damit hat, ist dein toxisches Sein. Ja? Und dieser Radiosender, der triggert immer wieder dein toxisches Sein, also den Teil von dir, der überhaupt nicht zu dir gehört. Und wenn du dich da triggern lässt, dann stärkst du einfach immer wieder noch mehr dieses toxische Sein. Du stärkst diese Angstfelder, weil du ganz, ganz viel Energie da reingibst und du verlierst dich da drin irgendwann.
Und deswegen ist es wichtig, bei jeder Information, die dich antriggert, prüfe bitte erstmal, ist sie überhaupt wahr? Und wenn du dann verifiziert hast, dass sie nicht wahr ist, dann kommt das, was André auch geschrieben hat und das, was ich ja auch immer wieder sage. Zieh die Energie raus. Felder brechen zusammen, auch Angstfelder, Angstemotionen brechen zusammen, wenn du die Energie da rausziehst. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel du Angst vor dem Blackout hast, ja, und dann geprüft hast, dass es gar nicht stimmt, also dass wir nicht so einen umfassenden Blackout kriegen werden, dass wir hier alle, dass hier nichts mehr geht, dann kannst du für dich entscheiden, google ich da jetzt weiter und will noch mehr Informationen haben, ob das wahr ist oder was dann passiert, also ob du wirklich in diesen Angstfeldern bleibst und dich da immer noch mehr reinziehst, oder ob du sagst, naja, es ist ja eh eine Lüge, da kann ich jetzt ja auch was anderes machen. Ja, im Optimalfall machst du irgendwas, was dich wieder lebendig macht, weil wenn du in so einer Angst bist, dann bist du starr, ja, dann bist du fest, das führt auch immer zu, führt auch immer zu Verspannungen, ja, so Ängste machen dich fest. Und deswegen habe ich dir heute auch mal das Bewusstseinstor der Lebendigkeit hingestellt, weil wenn du dann entscheidest, du willst dich nicht weiter in dieser Angst versumpfen, dann geh in die Lebendigkeit. Ja, fang an zu tanzen, fang an was Kreatives zu machen, spazieren zu gehen, hör Musik oder was auch immer, was dich wieder in diese Lebendigkeit bringt. Und das ist wichtig. Zieh die Energie aus der Angst raus. Angstfelder verschwinden und vor allen Dingen stell deinen Radiosender um. Ja, diese unbewusste Matrix, die wir hier noch haben, ist darauf ausgelegt, dich den ganzen Tag in solchen Feldern zu halten. Also, geh zu dir, zentrier dich, mach die Krake. Ja, stell dir vor, du bist eine Krake, ziehst alle deine Arme zu dir ein, dass die Arme nicht überall in diesen Feldern stecken. Dann kriegst du auch energetisch von diesen Informationen nicht allzu viel mit. Und das ist wichtig. Also erstmal das Verifizieren, dann die Energie daraus ziehen. Dich auch nicht darüber unterhalten mit irgendjemandem, weil dann gibst du Energie wieder rein, stärkst die Felder, machst dich verrückt mit einer Sache, die gar nicht existiert. Das macht ja alles keinen Sinn. Ja, aber das System ist eben von Natur aus gerade noch so ausgelegt, dass die Mechanismen sind, um uns in unserer schwachen, unterwürfigen, opferlastigen, ohnmächtigen Position zu halten. Und das wollen wir nicht und das sind wir auch nicht. Und deswegen prüfe das für dich. Ja, egal, welche Angst du hast, ja, ob dein Kind in der Schule mit der Maske keine Luft kriegt, prüfe gegen, ist das wahr? Egal, was dir die Wissenschaft oder wer auch immer versucht zu sagen, auch die Wissenschaft ist ein Teil dieser ganzen Konstrukte. Vieles davon ist auch nicht wahr. Ja, das wird sich immer mehr jetzt auch zeigen. Prüfe, schadet die Maske deinem Kind wirklich in der Form, wie das hier behauptet wird? Ja, prüfe individuell. Und dann kommst du da raus, weil ich hatte es auch schon ganz oft, ja, ich schicke mein Kind nicht in die Schule wegen der Maske. Und dann habe ich gefragt, also es war halt auch in den Coaching-Sessions, ist es ja ganz oft auch Bestandteil, weil die meisten haben Kinder, die in die Schule gehen. Und ja, dann lasse ich das die Leute aus ihrer Weisheit heraus angucken und dann lasse ich sie prüfen, ist das wirklich wahr? Ist das, was ich glaube, ist das, was hier erzählt wird, wirklich wahr? Schadet es wirklich meinem Kind? Und dann kommt bei allen ein Nein. Und die Kinder sind ja auch normal, also da ist ja nichts. Ja, und auch so dieses Ja und es hinterlässt bleibende Schäden und bla 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 und blub. Wenn du das prüfen würdest, würdest du die Information kriegen, dass wenn der ganze Spaß hier mal vorbei ist und ein halbes Jahr rum ist und vielleicht sogar einfach nur 2 Wochen rum sind, dann wissen die Kinder nicht mal mehr, dass sie mal eine Maske aufgehabt haben, weil das ist ja kein natürlicher Zustand, das vergessen die ganz schnell und es hinterlässt nur bleibende Schäden, die auch immer wieder umkehrbar sind, wenn
man als Elternteil oder als Bezugsperson immer wieder in die Angst geht, was das für Schäden macht. Und na, wenn man die Kinder da auch mit in diese Angstfelder reinnimmt, die haben erstmal diese Angstfelder nicht. Ja, das wird dann künstlich erzeugt von den Bezugspersonen. Und das muss ja nicht sein. Also das ist alles, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, bei Weitem nicht. Und es ist wichtig, überprüfe einfach jede Angst, die bei dir hochkommt und dann zieh die Energie raus. Lenk dich ab, hab Spaß, hab Freude, Lebensqualität und Lebendigkeit und Leichtigkeit und sag der Angst einfach, verpiss dich, weil es ist nur ein Energiefeld. Es ist nicht echt, es ist ein künstlich erzeugtes Energiefeld. Und du darfst entscheiden, willst du dieses Energiefeld nähren und dich damit wahnsinnig machen? Oder willst du einfach bei dir sein und entspannt dein Leben gestalten, aus einem erhöhten Bewusstsein heraus, ohne dass dich dieser Radiosender den ganzen Tag von A nach B schiebt, dich beeinflusst, dich immer wieder manipuliert, dich falsche Dinge tun lässt? Ja, wenn du in der Angst bist, tust du garantiert etwas anderes, wie wenn du in deinem wahren Sein bist. Das ist ein Riesenunterschied in deinem Denken, Fühlen und Handeln. Und da wollen wir von weg. Ja, ich möchte nicht, dass jeder von euch sich da ständig in irgendwelchen Ängsten aufhält, weil ihr so, so viel mehr könnt als das. Ja, also macht euch das bewusst, wer ihr wirklich seid, dass diese ganze Matrix hier nur auf Manipulation, Lügen, Illusion, Angst, Panik, Intrigen aufgebaut ist. Aber das entspricht nicht dem, was wir sind und auch nicht dem, wo wir hinwollen. Also aussteigen, brechen die Angstfelder zusammen, bricht auch das gesamte Corona-Feld zusammen und dann geht's wieder weiter auf einer ganz anderen Ebene. Also bis dann und liebe Grüße. Tschüss.